Yo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K23. Beim letzten Mal haben wir gegen Zelina Vega gewonnen bei NXT UK. Und jetzt werden wir weitermachen. Tavish will mit uns reden. Mal gucken, was er zu sagen hat. Now that was a proper victory. Zelina wasn't ready for what you were bringing. Maybe next time she'll spend more time training and less time running her mouth. It did feel really good to knock her out of the picture. Don't lose focus. Still got one more match and Bianca Belair standing between you and Queen's Crown Glory. Lass mich feiern. Ich bleibe konzentriert. Ich bleibe konzentriert. You're right. I've got to remain focused. And at least right now, I know that I can turn all my attention towards Bianca and stop worrying about Zelina and Beth. Take care of Bianca, and no matter what anyone says, you'll head home as royalty. I mean, not in an official sense, but you do get to keep the crown. I think. I'll ask. But I still wouldn't count on Zelina and Beth to put all the mucking about behind them, though. You might want to keep an eye out for any tomfoolery. Head, swivel, got it. So, jetzt müssen wir nur noch gegen Bianca Belair und dann haben wir die Krone. Ich hoffe, dass das nur noch Bianca Belair ist. So, natürlich zum Match. Ah, ich habe noch Dings vergessen, ne? Moveset muss ich ja noch ändern. Mal schauen, Leute. Wenn mir das nicht wieder gefällt, dann ändere ich das mit dem Signature und so. Weil den Signature auszuführen ist schwer. Die kontern immer. Da kommen wir. Sobald wir Champion sind, werde ich vielleicht die Kleidung wechseln. Habe ich ja da vorher auch gesagt. Ich würde schon sagen, damals, ne? Das ist Bianca Belair. Ich muss sie besiegen. Dann haben wir es geschafft. Haben wir die Krone. Dann sind wir dann Königin. Okay, sie hat gekontert. Krass. She can't be happy just to be here. Otherwise, the EST is going to be the Royal Est. Basement drop kick. Oh, right to the kidneys. Golly. Yo, that did I come to? Misses on the springboard. Saw it coming. Hey, nun kommt dann ist die. Impressive ring IQ on display there. Placing them right where they want them, into the corner. Producing a trampling. Was passiert jetzt? Gets beat to the punch. Here we go. Zelina kommt, oh Mann, die will uns nerven. Okay, ich sehe gerade nichts. Jetzt Finisher, ne, ich muss aufpassen. Wir müssen aufpassen, Leute. Jo, was war das denn? Ich wollte gerade einen Facebreaker machen. Rolling Thunders Facebreaker und da hat er mich einfach gecovert. Warum covert der mich einfach, ey? Das macht das nochmal gleich. So, jetzt hast du diesmal nicht gecovert. Bianca. Ja, wohin mit dir? Warum geht das nicht hier? Eigentlich. Denkt mir dann auch, ey. Just exhibiting their fearlessness. Wenn ich mit meinem eigenen Charakter spiele, geht das, aber hier geht das nicht. Bisschen komisch schon, ne? So, jetzt will ich den Signature zeigen, wenn es klappt. Ja, wenn er nicht kontern würde, ne? Ah, jetzt habe ich wieder nicht gedrückt. Boah, das ist so nervig, ne? Muss man das unbedingt so machen, wenn die benommen ist?
Jetzt habe ich wieder nicht drücken können. Die Zeitplanung ist wirklich mies, Leute. Wenn die Moveset machen hier mit dem Griffen und so. She's beginning to flag a little. Bianca gets rescinded right back. Na endlich, jetzt noch den Signature. Ja, natürlich. Hast du gekonnt? Ey, ich hab gedrückt. Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab auf Dreieck gedrückt. So, ich muss mich konzentrieren, Leute, sonst verlieren wir das Match. Weil ich habe meinen Körper schon orange geht hier. Und Bianca hat immer noch gelb. Ja, jetzt konnte ich das nicht wechseln. Kontern. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. So, ich muss drücken. Ja, schaffe ich nicht. Ich muss auf Widerstand. Ich hasse das manchmal. Manchmal drückt das nicht, das Joystick. Oder das Spiel will nicht oder so. Keine Ahnung, Leute. Naja, wir haben unser Finisher. Die wird bestimmt gleich ein Dings einsetzen. Widerstand, aber ich glaube nicht, hat die nicht. Boah, fast. Hat nicht gereicht. Ey, nur am Kontern ist die Frau, Alter. Jetzt haben wir auch gekontert. Vielleicht haben wir unser Finisher wieder. Aber das Problem ist, die wird Widerstand einsetzen. Ja, die hat gleich Widerstand. Hm. Wie sollte ich das machen? Ja, ich spring dann auf sie wieder. Ach, sag wieder, bei Selina habe ich das ja gemacht. Noch ein Moonsault. Und, reicht das? Ja, der hat Widerstand, ne? Jawohl, zum Glück habe ich den Finisher nicht eingesetzt, Leute. Wir sind Königin geworden. King of Queens. Ja, besser gesagt, Queen of the Ring, ne? Oh Mann, was sag ich da gerade? Queen of the Ring, Leute, so heißt das. Und unser Thumbnail haben wir schon für dieses Video. Perfekt. Fit für eine Königin. Mal schauen, was jetzt passiert. Irgendwas mit Selina Vega vielleicht. Oder die nervt uns nicht mehr. Wir verneigen uns vor Tomb Raider, unser neuer Queen. Queen Crown Tournament. So, unsere Tante hat geschrieben, Tomb Raider, so gefällt mir das. Hey, wenn du die Queen, kann ich mal weiterlesen, Leute? Wenn du die Queen bist, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Ich dann, okay? Wer bin ich denn dann? Okay. Leute, sorry, wenn ich immer so falsch lese, aber manchmal geht das, manchmal nicht, ne? Kennt ihr bestimmt. So, Bad Phoenix hat gesagt, Glückwunsch. Echt beeindruckend. Trish Stratus, komm. Also Trish Stratus ist das. Gut gemacht, Tomb Raider. Ich habe viel von The Real Justine in dir gesehen. Keine Sorge, nur in die guten Sachen wird's. Okay. So, Charlotte hat gesagt, es gibt weiterhin nur eine Queen in der WWE. Aber viel Spaß mit dem Fake-Schmuck. Ach du Scheiße. Und das ist Dings, Wendy, ich konnte nicht wach bleiben, aber ich hab's mir im Relief angesehen. Wahnsinn. Und McIntyre schreibt, Drew McIntyre, ich liebe es, wenn WWE Superstars in meinem Revier so stark auftreten. Ja. Haben wir Attributspunkte? Immer noch 7. Reden wir mal mit Tavish, was hat der zu sagen? Congratulations, Your Majesty.
You'll forgive me if I don't bow. At my age, if I go down, I might never get back up. Von wegen, bei der Männer-Story hast du sogar mit mir gewrestelt. Oh Mann. As long as you're doing it in spirit. Quite right. So how's it feel? Und wie fühlt sich das an? Gewinn fühlt sich immer gut an. Die Krone ist für mich gemacht. Nee, das andere. It always feels better to win. Especially when it's a whole journey instead of just a single match. But I feel good, tired, happy, a little surprised. I assume Zelina was going to try something else. Dachte ich auch, Leute, dass Zelina uns angreifen wird oder sowas, ne? I agree. I expected more from Zelina, some kind of tomfoolery. Oh, speaking of, there was a small incident in the lockers during your match. Don't look like anything's been nicked, but someone silly stringed everyone's bags. Huh. Dumb prank, but guess it's someone's idea of a good time. Okay. Und Zelina hat uns ja genervt, Leute. Die ist doch im Match aufgetaucht, ganz kurz. Aber zum Glück hat sie direkt den Finisher nicht eingesetzt. Die Bianca Belair, meine ich. Weird. Are you heading straight back to the States, or are you gonna hang around a bit? I know some folks at my local would love to shake hands with the Queen. Or at least a Queen. I've gotta get back. Maybe next time? I'll hold you to it, love. Have a nice flight. Thank you. Ich glaube, jetzt wird uns Charlotte Flair nerven. Weil wir ja jetzt Königin sind. So, natürlich die Geschichte fortsetzen. Wir haben ja noch Zeit. Frage an die Queen. In der Umkleide hat jemand ein bisschen rumgesprayt. Hoffentlich ist da nichts verschwunden. Deinen Reisepass hast du. Oder? Euer Durchlaucht wäre ja zu blöd. So, ich wollte weiterlesen. Ich wollte das ein bisschen spannend machen, ey. Selina, was soll der Scheiß? Sie schreibt immer noch weiter. So, irgendwas mit dem Disqualification Match will die haben. Stand da bestimmt. So. Wäre ja zu blöd, wenn du nicht nach Hause kommst. So, das ist sogar für dich und unteres Niveau, Leute. Ich, du weißt, dass ich mir nicht die Hände schmutzig mache. Bad Spartan dagegen. Was die WWE-Bosse wohl dazu sagen, du trägst deine Schlachten immer noch nicht selbst aus, ja? Vielleicht hat deine Tante einen Freund, der dir helfen kann. Oder wenn du deinen Pass zurückhaben willst, kämpf doch gegen die Frau, der du den Platz gestohlen hast, damit sie endlich rächen kann in ihre Heimat. Gut, wenn es sein muss, weise ich meine Untertanen, Leute, sehr gerne in ihre Schranken. Jederzeit und überall. Sehr gut. Und sie kann sich ordentlich rächen. Es wird ein No-DQ-Match. Ja, das mit Lesen, ne? Habe ich immer noch nicht drauf. Gebe ich zu, Leute. Manchmal kann ich's, manchmal nicht. So ist das. Hoffentlich ladet das jetzt auch nicht so lange. Jo, wo sind wir denn jetzt? Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Von den alten Spielen. Club UK. Boah, das passt wirklich, dieser Entrance hier, ne? Ist auch so ein bisschen dunkel und so. Da kommt sie. Diese Kleidung ist ja von den alten Spielen, ne? Kennt ihr schon bestimmt. Boah, dieser Arena war ja richtig krank damals. Das war bei 2020, ne? Kennt ihr bestimmt. Ja, du hast gekontert, ich hab zurückgekontert. Das meine ich, Leute. Ah, da kommt Selina Vega, die will uns bestimmt jetzt nerven. Die hat jetzt einen Finisher gezeigt, ne?
Jo, was will die denn noch? Schade, dass der nicht kontern konnte, Leute. So, steh auf. Sonst muss ich sofort Erholung machen. Ich musste, Leute. Weil sonst wollte die mich bestimmt kauern. Und das mit dem Drücken kennt ihr ja schon, wenn jemand kauert. Manchmal drückt er nicht. Keine Ahnung. Jo, hat mir das Beinbuster verpasst. Jetzt kauert die mich. Das meine ich, Leute. Schon Trick 2. Jetzt konnte ich nicht kontern, ne? Da stand nichts. Schon wieder. Ey, das Spiel will mich eigentlich verarschen. Ah, jetzt. Spielt das ein Angel Dewey? Facebuster. Schade, dass Selina uns attackiert hat, ne? Also ich meine, schade, dass ich nicht kontern konnte. Oh, shit. Das war nicht gut. Also Swanton. Jo, wir machen unser Signature. So, jetzt der Finisher. Und das war's. Obwohl Selina uns attackiert hat, haben wir gewonnen. Das war gut. Ladet und ladet immer noch. So, Ticket ins Unglück. Story abgeschlossen. Oh Gott, was wird Bailey jetzt von uns? Corey Klein. Wir können uns jetzt stärken ein bisschen. Machen wir die Aufgabe. Jetzt sind wir 88, ne? Wir waren davor 88. Keine Ahnung, 87, denke ich. So, Social Media. Du fliegst zwar mit deinem Pass nach Hause, aber das heißt nur, dass ich alle deine Niederlagen bei SmackDown aus erster Reihe miterleben darf. Ich freue mich schon darauf. Okay, Selina. So, wir werden jetzt mehr mit Corey Klein reden. Die Aufgabe machen wir auch noch. You've done a decent job proving you belong on the roster and shedding the memory of that Survivor Series match. But you want to really prove WWE made the right hire? Try proving you're not only better than any of the other superstars on the roster, but you're better than two of them combined. Arbeite doppelt so hart gegen Zoe Stark und Xia Li. Machen wir. Das heißt, glaube ich, dass wir ein Handicap-Match haben werden. Keine Ahnung, mal schauen. Wir sind bei SmackDown. It's the superstar who's driven to live up to all the hype. So, die Krone haben wir nicht mehr. Schade. Ich würde gerne ein Entrance sehen mit Krone. Wirklich schade, Leute. So, wer kommt jetzt? Zoe Stark. A woman who calls herself undeniable. She certainly lived up to that moniker thus far. And our host, first from Utah. Okay, hier sieht die anders aus, ne? Im echten. I
sieht die anders und hier sieht die anders aus. Haben die nicht hinbekommen, aber egal. Hauptsache ist sie dabei, ne? Ist das jetzt ein Triple Threat Match oder was? So, Sia Lee. Oh, die hat wirklich einen geilen Entrance. Obwohl ich das gleiche wie Sia Lee hatte, also mein Banner und so. Jo, das sieht mal richtig krass aus. Das meine ich, Leute, im Hintergrund. Seht ihr ja. Das können wir uns noch kurz angucken. From Chongqing, China, Sia Lee. So, machen wir es komm. Hallo? Sehen wir das Spring. Ja, Handicap Match, habe ich doch schon gewusst. Egal, ich versuche zu gewinnen. Ich weiß halt schon, wie ich das machen kann. Wir müssen einen benommen machen. Eine. Und dann die andere dann zerstören. Oder die haue ich dann kaputt. Dann kaue ich die andere, ne? Also besser gesagt sie. Dann schmeiße ich die andere raus. Ich hoffe, das hat nicht so lange dauert, Leute. Sonst geht der Part länger, ne? Gekontert. Das ist gut, dass wir den Gesicht dann, also den Kopf, gelb machen, besser gesagt rot später. Ja, wir haben den Finisher, das hat so, wir greifen den Kopf an, das meine ich. Nicht wechseln. Jetzt hat die Kontakt. Now's her chance to get back into this match. Calf kick right on point. And she can't find a response for this assault. Ja, jetzt hat sie wieder einen Kontakt. Ich hoffe, dass sie nicht wechselt. Wollt die bestimmt. Jawohl, ist der Körper perfekt. Kann kauern. Machen wir die mal benommen. Perfekt. Dann muss die andere attackieren. Ja, toll. Hat auch richtig geklappt. So, jetzt. So, ich hoffe, das reicht. Ich spring mal auf sie. Yo, ich würde sie attackieren und dann hat die mich attackiert. Was für ein Schatz. Ich hoffe, ich bekomme das hin, Leute. Wir haben gleich einen Finisher. Ja, ist gut, dass sie dann raus ist. Da kann ich meinen Finisher dann einsetzen, wenn er kommt, ne? Aber erst muss ich Sia Lee aus dem Ring kicken. So, jetzt. Ey, ich hasse das, wenn die kontert, ey. Und Finisher. Daneben. Alter. Was für ein Scheiß. Habt ihr das gesehen heute? Das war richtig behindert. So, geschafft. Ja, sie kommt jetzt, ne? Ich hab gewusst. So, jetzt. Reicht es? Alter, wie schnell ist sie aufgestanden, diese Sia Lee? Egal, ich hab einen Plan. Wir haben noch unseren Signature. Ja, aber wenn die kontert, geht das nicht.
with that sharp elbow. Ja, konnte nicht drücken, aber schade. Jetzt wird die bestimmt gleich wechseln. Ah, schade. So, gekontert. Ja, was soll das Scheiß? Ey, wir wurden wieder getroffen. Oh, ich hasse das, Alter. Ich muss so ein Verrückter drücken, kennt ihr eigentlich? Hä, ich hab gedrückt? Leute, manchmal, wenn ich drücke, drückt das nicht. Ah, jetzt wechselt sie. Schade, haben wir nicht geschafft. Egal. So, ich versuche, dass die dann wechselt. Manchmal geht das ja, aber ich lassen würde. Hallo. Manchmal steht das nicht mehr, ob man dann kontern kann. Also wir springen auf nicht. Ja, jetzt stand das wieder nicht, dass ich kontern kann. Ja, was für ein Scheiß. Ja, genau. Ich wollte halt nicht Saya Lee. Boah, das nervt Leute schon. Egal was ich mache, geht daneben. Jetzt könnten wir wieder einen kontern. Ey, das ist so nervig, ne? Boah, ist nicht... Spam! Ja, verarsche, ey. Warum erledigt? Egal, wir haben verloren, Leute. Ich kann nichts dafür, Leute. Das Problem ist, ja, wir haben jetzt, das war unser erster, ja, wenn man die Story nicht so schaut, haben wir das dritte Match jetzt verloren. Also, besser gesagt, wenn wir mit der Story zusammentun, haben wir das dritte Match verloren. Ansonsten habe ich jetzt wirklich selbst verloren. Ja, ich konnte aber nichts dafür, Leute. Ihr habt das gesehen. Ich habe fast gewonnen. Hat nicht geklappt. Hätte ich lieber meinen Dings eingesetzt, meinen Widerstand. Naja, ich will jetzt auch nicht jetzt meckern. Egal, dann haben wir verloren, Leute. Haben wir es nicht geschafft. Wir haben trotzdem was bekommen. So, da ist Tom. Wir werden nächstes Mal mit Tom dann reden, Leute. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl wir verloren haben. Egal, wir sind trotzdem, haben wir die Krone gewonnen. Ist auch was. So. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Part dann wieder, Leute, wenn es wieder heißt WWE 2K23. Ciao, Leute.